Ich bin Samuel Wamba und ihr schaut einfach Fußball. Hi Leute, kommt rein. Das ist Samuel Wamba, vorbei an allen, rein zum Ausgleich. Also erstmal, willkommen in meiner Wohnung. Das ist mein Wohnzimmer. Hier verbringe ich eigentlich die meiste Zeit. Da steht auch meine Playstation. Hier wird immer gespielt mit meinen Kollegen. Und wenn ich mal alleine spiele und es über längere Stunden geht, da habe ich meinen Monitor. Da stelle ich den dorthin, dann spiele ich auch mal alleine. Ist das gemütlicher, dann am Monitor zu zocken, als auf der Couch? Wenn es zur Sache geht wirklich, dann sollte man den Monitor benutzen. Und wenn man auf locker spielen will mit seinen Kollegen, da ist der Fernsehen die richtige Option. Was heißt zur Sache gehen? Was zockst du dann? Ja, Weekend League, ganz oft FIFA. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der beste Zocker bin, aber ich habe schon was drauf, würde ich sagen. Wer ist bei euch in der Mannschaft der Beste? Ich habe noch nicht gegen alle gespielt, aber ich habe gehört, dass Ole Pohlmann wirklich ein guter FIFA-Spieler sein soll. Will ich mal sehen, wie es gegen den ist, wenn ich gegen den spiele. Justin Butler habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Ist auch wirklich ein ganz guter Spieler, aber ich würde jetzt nicht sagen, besser als ich. Das heißt aber, FIFA wird manchmal so intensiv, dass du schon dann auf den Stuhl musst? Ich habe jetzt leider keinen Gaming-Stuhl mehr. Ja, wenn man in der Weekend League spielt, dann wird man schon das ein oder andere Mal sauer. Der ist ja noch leider kaputt gegangen. Kommen wir zu meiner Küche. Ich würde schon sagen, dass ich ein wirklich guter Koch bin, aber leider kommt es nicht so oft dazu, da ich eigentlich immer was vom Training mitnehme. Oder meine Mama kommt vorbei und bringt mir was zum Essen. Deswegen, also wenn ich mal wirklich Lust habe, dann koche ich auch gerne was. Und was kochst du dann? Also ich liebe Pesto und ich liebe Pasta. Deswegen ist mein Lieblingsgericht auch Pasta Pesto. Es geht schnell. Schmeckt gut. Und ist das so fußballerkonform? Ja, ich würde schon sagen. Also das ist auch bei ganz vielen Spielern das Pre-Match-Meal. Pasta Pesto. Weil ich glaube, es gibt ganz schön viel Energie. Und deswegen mag ich es auch ganz schön gern. Das heißt aber, ihr esst wahrscheinlich auch oft beim Verein, ne? Ja, also eigentlich immer. Auch Frühstück eigentlich ganz oft dort. Weil da ist auch immer ein Koch, deswegen eigentlich immer dort. Und wie kann man sich das so vorstellen mit einem eigenen Koch? Guckt der für jeden individuell, was der macht? Dafür gibt es einen, der wirklich für die Ernährung da ist, zuständig ist. Der macht mit dir halt so einen Plan, wenn du einen brauchst, ne? Und der ist auch für dich da. Ja, also hier ist mein Abstellzimmer, Ankleidezimmer. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ich liebe schon eine Hose, ne? Ist immer ganz schön unordentlich hier. Ja, hier packe ich meine Getränke rein. Mein Schrank ist hier, mein Koffer ist meine Ecke, ne? Wo ich alles hinpacke einfach. Wenn meine Mama kommt, dann räumt die das hier auf. Wäschst du die Sachen vom BVB auch selber hier? Ja, das sind meine Ausgeklamotten. Wenn wir ein Spiel haben, dann ziehen wir das an. Also für Europa, Evonik und für Bundesliga 1 und 1. Ich musste schnell hier rein, wa? Deswegen ist der Schrank jetzt auch nicht hervorragend. Und ich habe auch viele Klamotten bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Aber ja, jetzt habe ich hier wirklich nichts so drin, was ich wirklich anziehen würde. Aber muss jetzt nicht immer so ganz schön teuer sein, ne? Spott ich da eine Juve-Jacke, oder? Guck mal, ist schon lange, lange her, ne? Früher war das ja in, dass man so Trainingsanzüge getragen hat. Aber sowas ziehe ich auch nicht mehr an. Wegen deiner Vereinstreue, oder? Ah, auch, ne? Ich bin schon ganz schön lange in Dortmund, ne? Ich glaube, da ist Juve unpassend. Also hier habe ich auch Arsenal. Also für alle meine Kollegen, die wissen, ich bin großer Arsenal-Fan, wirklich. Ich liebe Arsenal. Auch einfach den Fußball, den die spielen und einfach die Historie dahinter. Dann kommen wir hier zu meinem Bad. Also das benutze ich eigentlich am meisten. Putze meine Zähne, gehe ich duschen, gehe ich auf Klo. Und dann haben wir noch ein Bad. Das benutze ich eigentlich nicht so oft. Hier steht meine Waschmaschine und mein Trockner. Hier ist noch eine Toilette. Hier ist noch eine Badewanne. Ist das, wie oft benutzt du selber die Waschmaschine und den Trockner? Ich würde sagen relativ selten, weil meine Mama kommt sie eigentlich wirklich relativ sehr, sehr oft. Die wäscht dann, nicht ich. Also seit du 9 bist bisher bei Dortmund, wenn du jetzt, theoretisch nur natürlich, wenn du jetzt weit weg wechseln würdest, wäre das schwer für dich, mit wegen Familie und so? Ich glaube schon am Anfang, weil ich bin wirklich kein Mama-Kind. Ich liebe meine Mama schon sehr, mein Papa natürlich auch. Ich würde sagen am Anfang schon, weil ich bin jetzt wirklich schon sehr, sehr lange in Dortmund und sehr, sehr lange bei meiner Familie. Ich hatte das noch nie, weiter wegzuziehen, aber das ist das Fußballergeschäft. Ja, ich würde mich dran gewöhnen und dann wird es schon klappen. Hier kommen wir zu meinem Schlafzimmer. Relativ locker, relativ einfach. Hier habe ich noch so einen Kleiderstand. Da landet dann wahrscheinlich eher so die Wäsche vorm Schlafen. Ja, genau, genau. Das hatte ich zum Beispiel gestern an. Deswegen habe ich da hingehangen. Ja, hier ist mein Bett ganz einfach. Hier habe ich noch so eine kleine Aussicht auf den See. Eigentlich relativ chillig, ganz locker. Hier noch mein Balkon, den benutzen wir auch eigentlich, auch wenn hier nichts ist, benutzen wir den relativ oft. Manchmal nehmen wir uns einfach Stühle von drin, stellen die hierher, ne?
packen unsere Füße hier hoch, dann gucken wir uns hier ein bisschen die Aussicht an. Ist eigentlich ganz schön, würde ich sagen, ne? Auch wenn es Abend wird, ist schon schön. Sitzen wir uns hier hin, quatschen ein bisschen, ne? Wie lange bist du jetzt in dieser Wohnung schon? Ich bin jetzt circa ein Jahr. Bin hierher gekommen letztes Jahr im Juli. Ja, im Juli bin ich hierher gezogen. Vorher habe ich Internat gelebt in BVB am Trainingsgelände. Dann bin ich 18 geworden und da ist so eine Regelung, wenn man 18 wird, dann muss man ausziehen. Und dann bin ich hierher gezogen. Aber ich finde, ist auch ganz schön. Ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. Deswegen würde ich auch erstmal hier bleiben. Also ich persönlich hatte wirklich Glück mit der Lage und mit der Wohnung hier, weil vorher hat hier Patty Osterhage gewohnt. Der spielt jetzt bei Bochum. Und ja, wir kannten uns noch vorher bei BVB. Und dann habe ich gehört, dass er ausziehen möchte. Dann habe ich die Wohnung eigentlich relativ locker bekommen. Aber für ein Jahr wenig Deko, ne? Ja, wirklich sehr wenig Deko. Wie soll ich sagen, ne? Darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht. Ich habe da noch ein paar Blumen und so. Aber alles, was bis jetzt da ist, hat alles meine Mutter gemacht. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Zeig doch mal. Hier habe ich noch ein paar Bilder und so ein paar Zitate. Meine Mutter mag das ganz schön gern. Deswegen habe ich es einfach mal hier hingestellt. Ich habe es noch nicht aufgehangen. Das ist mit mein Lieblingsbild. Das habe ich mir mal geschenkt bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Ja, hat auch viel Wert für mich. Hier ist noch ein Bild. Das war, glaube ich, in der 12 oder U13. Da bin ich im Tor. Das war die Jugend. Da hatten wir kein Torwart. Und wir haben uns immer abgewechselt. Und es war so ein Turnier. Das hieß Danone Nations Cup. Da hat man so eine Runde in Deutschland gespielt. Also die besten Mannschaften aus Deutschland. Und dann der Gewinner ist nach Paris gefahren und hat sozusagen Deutschland vertreten. Da war halt jedes Land dabei. Und das war, glaube ich, das Halbfinale. Da haben wir gegen Brasilien gewonnen. Ja, seht ihr, die Euphorie, wie groß. Hier, das war, glaube ich, in der U12. Das ist, glaube ich, mit das Lieblingsbild von meiner Mutter. Deswegen hat sie mir das geschenkt. Also ich finde es jetzt nicht so top, ne? Aber wenn sie es gut findet, dann ist schön, dann stelle ich es auch hier hin. Ist doch gut getroffen. Ja, schon, ne? Ein bisschen. Dann haben wir hier noch ein Bild. Das war letzte Saison in der Youth League gegen Paris. Habe ich von der alten U19 geschenkt bekommen. Ich würde sagen, eins meiner besten Spiele. Würde ich sagen, habe ich wirklich schon gut performt. Deswegen habe ich es ruhig hingestellt, weil wenn du abends nach Hause kommst, nach einem harten Tag, so guckst du dir das an und dann denkst du dir schon so, ja, was du wirklich erreichen kannst und was du wirklich zeigen kannst und was du wirklich performen kannst. Und ja, deswegen steht's hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.